Ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen zurück hier zu diesem Kanal. Heute gucken wir uns das ICO Silikon Case an. Ich bin mal gespannt, was dieses kleine Schätzchen alles auf dem Kasten hat, was so ein Trahlkonform und Feeling drauf hat. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und nicht lang schnacken, fangen wir an. So, das ICO Silikon Case, wie man sieht, noch wunderbar in der Verpackung. Holen wir jetzt erst einmal ganz entspannt raus. Ah, ich merke bereits jetzt schon, wo wir uns die ganze Geschichte jetzt in der Hand halten, gibt es da das ein oder andere zu klären, das wird interessant. Genau, das Silikon Case, in erster Linie ein ganz entspanntes, flexibles Case, wie man dann wieder sehen kann. Das Material besteht aus einem Silikongemisch. Flexibel. Freut mich, weil umso leichter wird es gleich, das Handy einzubringen. Der eine wird schon sagen, ey, Wahnsinn, hier hat man ein bisschen besser aufgepasst, denn man sieht, hier ist ein Mikrofaser mit eingebaut worden, sodass das Smartphone wunderbar eingebettet ist. Wollen wir nicht lange darauf warten und setzen das Smartphone mal ein und wie man sehen kann, oh, geschmeidig butterweich und zack, ist das Smartphone auch wunderbar eingebettet. Prima. Anbringung ist schon mal ein Pluspunkt, also da hat ICO sich nicht betuppen lassen. Finde ich tatsächlich äußerst sehr einfach und simpel anzubringen. Kein langes Drücken, Zerren oder Ziehen. Kratzer sind entsprechend auch nicht zu befürchten. Finde ich sehr gut. Jetzt stellt sich natürlich für mich weiter die Frage, wie sieht es denn weiter aus mit Schutzmaßnahmen für Display und Kamera? Gucken wir uns jetzt an. Ja, der eine hat wahrscheinlich schon direkt bemerkt beim Anbringen, ja, prima, das Case geht hier schon mal über den Displayrand. Das finde ich auch so wunderbar. Bedeutet natürlich auch für uns, wer häufig am Schreibtisch arbeitet, bei glatten Oberflächen, wer jetzt einfach mal das Smartphone flach auf den Untergrund legt, der hat halt entsprechend keine Kratzer am Display zu befürchten. Super Geschichte, prima. Jetzt aus dieser Sicht und Perspektive wird der eine schon sagen, ja, guck dir das mal genauer an. Hier haben wir nämlich die Kamera von dem iPhone SE 2020. Und wie man halt wunderbar erkennt, wurde das Case mit, ich würde jetzt mal schätzen, 2-3 mm Dicke wunderbar mit eingearbeitet. Das heißt, auch hier wiederum ist ein Kameraschutz gegeben. Heißt auch wieder für uns, flach ablegen, Kamera zerkratzt nicht, Schutz ist gewährleistet, schöne Geschichte, finde ich gut. Okay, Kameraschutz ist da, Display ist schon mal auch safe, ne? Aber ein wichtiger Punkt natürlich sind weiterhin die Aussparungen. Wie sieht es aus mit der Tastenbedienung? Ist es konform? Ist das starrig? Schauen wir uns das mal genauer an. Bezüglich der Aussparung hat sich ICO auch was Schönes einfallen lassen. Die Aussparungen wurden wunderbar hervorgehoben, sodass man auch ein schönes haptisches Gefühl dafür entwickelt, wo die Lautstärke-Taste ungefähr dann eben sitzt und passend sitzt. Und auch so vom Feeling her, wenn ich jetzt die Tasten betätige und drücke, genauso wie die Speertaste, ist das alles gar kein Problem. Da muss man jetzt nicht mit sonderlich riesen Kraftaufwand die Tasten eindrücken. Genauso wie der Kippschalter ist wunderbar frei und offen dargestellt. Das ist eine super Geschichte, finde ich auch sehr gut. Ja, soweit alles, was das Case hergibt. Jetzt ist natürlich für den einen oder anderen stellt sich die Frage, ja, ist natürlich wunderbar. Ich bin jetzt ein Vertreter, der sich ganz gerne dafür echt ein Echtglas holt oder ein Fullcover-Echtglas oder eine Panzerglasfolie. Was hat sich als ICO dafür einfallen lassen? Das ist gar kein Thema. Schauen wir uns direkt an. Bezüglich Echtglaskompatibilität haben wir schon wunderbar viele Modelle testen können. Auch hier ist es wieder der Fall, dass dein Echtglas wunderbar aufgebracht werden kann. Auch unser beliebtes Full-Cover-Glas lässt sich hier wunderbar aufbringen. Das schließt dir dann wunderbar sehr gut an. Das heißt, absoluter Schutz ist gegeben. Finde ich wirklich gut, weil der eine oder andere, gerade bei anderen Handymodellen, der wird dann schon festgestellt haben, dass man da Probleme hat bei den Abrundungen des Bildschirms, dass entsprechend diverse Aussparungen hier und unschöne Ränder gegeben sind. Muss man sich hier jetzt irgendwie keine Gedanken machen, da seid ihr schon mal sorgenfrei und auf der sicheren Seite.
schon mal ein schönes Schätzchen. Wunderbar. Wie man auch dann auch, ich persönlich finde, das liegt auch sehr gut in der Hand. Grifffest, griffig, prima, wie man es von dem Silikoncase eben gewöhnt ist. Jetzt wird der eine oder andere dann eben sagen, ja, schöne Geschichte, aber ist jetzt nicht so farblich mein Geschmack. Hat man da eventuell Farbauswahl? Kann ich euch beruhigen, haben wir am Start alles wunderbar da. Das heißt, zur Farbauswahl haben wir insgesamt 5 Modelle zur Verfügung. Klassisch Schwarz, Navy Blue, wir haben Rot, Mitternachtsgrün und Rosa. Wie man hier wunderbar auch sehen kann, ist für jede Geschmacksrichtung was gegeben. Wer auf knallig Rot steht oder halt eher das ruhige Rosa, das coole Navy Blue oder das schlichte Grün, Mitternachtsgrün. Da ist jede Menge gegeben. Klassiker natürlich schwarz, ist so meine geschmackliche Richtung. Wird man natürlich bei mir wahrscheinlich auch sehen, weil ich ganz gerne schwarz trage. Aber was ich natürlich auch sehr nice finde, ist hier das knallige Rot. Die Farben sind äußerst intensiv. Auch hier wiederum, wie man prima sehen kann, dass die Mikrofasern im Innenbereich des Cases genauso angeglichen ist. Also von daher kann man zusammengefasst sagen, wurde nach jeder Geschmacksrichtung alles angesetzt. Ja, damit wären wir schon wieder am Ende von diesem kleinen Video. Das war das ICO Silikon Case, ein ganz interessantes Schätzchen. Könnt ihr euch in Ruhe mal anschauen und überlegen. Ich freue mich, dass ihr da wart. Würde mich auch beim nächsten Mal wieder freuen, wenn ihr Lust habt, die nächsten Handyhüllen, die ich euch präsentiere, wieder mit zuzuschauen. Ja, was bleibt viel zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr mehr Lust auf mehr Cases habt. Hinterlegt mir was in den Kommentaren. Ihr könnt euch mir gerne mitteilen. Mich würde auch brennend interessieren, was für Cases ihr so verwendet. Denn umso größer die Auswahl, desto interessanter wird es. Und schließlich will ich auch was Neues dazulernen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dann euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein bei euer Anthony.